Was haben am vergangenen Donnerstag ca. ein Dutzend The Voice of Germany Kandidatinnen und Kandidaten aus der letzten Staffel in der Konzertmuschel am Koblenzer Rheinufer gemacht? Bei malerischem Vollmond und angenehmen Spätsommertemperaturen zeigten sie dem zahlreich anwesenden Publikum eindrucksvoll, was wirkliche Leidenschaft für Musik bedeutet und wie tiefe und langfristige Freundschaften auch während eines TV-Casting-Formats entstehen können. Doch wie ist die Idee zu diesem Abend entstanden? Der Koblenzer Sänger und Songwriter Jens Gilles, ebenfalls Kandidat der Staffel aus dem letzten Jahr, organisierte den Konzertabend, führte mit durch das Programm und ließ uns an seiner Motivation teilhaben. Das kam vor einigen Monaten dazu, als Volker von Music Live mich gefragt hat, ob ich eine Idee habe, was man vielleicht als Abschlusskonzert machen könnte. Ich war selbst hier auf der Bühne vor ein paar Wochen, Monaten und habe mein eigenes Programm gespielt, aber fürs Abschlusskonzert wollten wir was ganz Besonderes haben und dann hatte ich erst überlegt, irgendwas mit einer Ziegenherde zu machen, aber das wäre zu kompliziert gewesen und ja, wir haben uns irgendwie dann darauf geeinigt, dass das Besondere diese Voice-Veranstaltung wird mit vielen tollen Kandidaten heute. Sowohl mit Coversongs als auch mit eigenen Kompositionen sangen sie allein, in Duetten oder auch alle zusammen auf einem so hohen Niveau und mit so viel Spaß, dass die Zuschauer restlos begeistert waren. Sommer, der nicht aufzuhören schien, machte ich mit einem Abschiedskuss mit dem, der ich mal war, für immer Schluss. Mit ihren eindrucksvollen Stimmen berührten auch Lucy Grimm und Mara Hoppen die Zuschauer. Spielt es Cello, jeden Saal in unserer Gegend, ist das immer eine fand ich so erregend. Oh, Shadow, du warst eine Göttin für mich und manchmal sahst du mich an und ich dachte, Mann, oh Mann. Ich used to spend my nights out in a ballroom. Man kann es gar nicht wirklich beschreiben, wie es ist, die Leute alle wiederzutreffen. Es ist eigentlich ja wirklich ein Familienverhältnis quasi. Irgendwie erfüllt jeder seine Rolle und man kommt an und es ist einfach nur Liebe und Musik und Zusammenhaltsgefühl pur. Ich glaube, die Angst, die wir am Anfang alle hatten, war, dass wir zu The Voice kommen. Es ist so ein absolutes Konkurrenzdenken und jeder gegen jeden, aber es war dann überhaupt nicht so. Es war absolutes Gegenteil. Wir haben uns gegenseitig gefeiert. Die Leute releasen jetzt Songs, wir pushen uns gegenseitig und es ist einfach super schön, dass es auch danach noch so beständig bleibt. Ja, aber ich denke, dass von uns allen auf jeden Fall irgendwann mal was zu hören sein, dass es von uns allen irgendwann mal was zu hören gibt. Im Radio vielleicht auch irgendwann. Aber wir sind sehr excited auf jeden Fall. Ja, ich glaube, nach The Voice war das erstmal für uns alle so ein Reality-Check zurück ins echte Leben. Nicht mehr dieses TV-Blind-Audition-Battle-Sing-of-Live-Show-Ding. Und dann war das, glaube ich, für uns alle so, wir haben uns auch darüber ausgetauscht und okay, krass, jetzt ist so zu Hause, erstmal wieder jeder für sich. Aber es hat nicht so lange gedauert, bis die Ersten sich dann wieder getroffen haben und die ersten Gruppen sind wieder zusammengekommen. Und ich glaube, das war so dieses, okay, es ist doch nicht vorbei für immer. Auch die Staffelsiegerin Annie Ogresiano ließ es sich nicht nehmen, das Konzert zu unterstützen und machte durch ihre Soloauftritte und auch in Duetten deutlich, dass sie sich zu Recht die Gewinnerin nennen durfte. So.
Koblenz finde ich super schön und ich denke, ich bin jetzt das zweite Mal in Koblenz und beide Male wegen Jens. Und ich denke, es freut mich sehr, weil wir haben eben hier noch gesessen und dachten uns, boah, es ist so eine schöne Stadt und so eine coole Location hier, um eben genau sowas abzuhalten. Die Atmosphäre ist der Hammer, der Sound ist toll. So viele Leute kamen plötzlich und haben einfach mitgefühlt und ja, ich glaube, es ist sehr, sehr gelungen bisher. Ich glaube, es hat sich schon vieles geändert. Jetzt gar nicht so krass, dass mein Leben gar nicht mehr so ist, wie es vorher war, aber durchaus einfach die Art, wie ich meine Zeit verbringe. Ich mache viel mehr Musik, ich habe viel mehr Möglichkeiten, aufzutreten. Also ich würde sie gar nicht unbedingt als Konkurrenten beschreiben, sondern wir sind einfach, wir sagen immer The Voice Family. Wir sind halt eine Familie geworden. Wir haben so viel intensive Zeit irgendwie miteinander verbracht, die so völlig neu für uns alle war. Wir haben diese ganzen extremen Erfahrungen gemeinsam gemacht und teilen die und erzählen immer wieder gerne Geschichten und tauschen uns aus. Wir sind immer noch eigentlich täglich in Kontakt. Ja, da freut man sich natürlich riesig, wenn man die Möglichkeit hat, einander wiederzusehen und vor allem zusammen auf der Bühne zu stehen. Also das ist schon besonders. Das absolute Highlight waren die Abschlusssongs in der gesamten Gruppe, bei denen jedem klar war, dass dies nicht das letzte Mal war, wo wir diese tollen Musiker wiedersehen. Egal ob als Solokünstler oder wieder als Gruppe in aller Freundschaft und mit viel Leidenschaft für die Musik.